Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur Sternzeichenlegung. Und zwar sind wir jetzt bei dem Sternzeichen Waage angekommen für den Monat August 2024. Natürlich können auch alle, die ihren Aszendenten, ihr Mond- oder Venuszeichen in der Waage haben, sich in dieser Legung wiederfinden. Ich sage immer, jeder muss so sich einfinden, ob er mehr zu den Aszendent wie zum Sonnenzeichen oder mehr zum Mondzeichen tendiert. Das entscheidet ihr und müsst ihr für euch entscheiden, wo es resoniert. So, meine Lieben, die heutige Legung wieder, wie ihr es von mir kennt, wieder verändert. Und zwar beginne ich mit der Überschriftskarte aus dem magischen Krafttiere-Orakel-Deck. Dann gibt es eine Karte aus dem Sacred Destiny Deck von Denise Lin, eine Karte aus dem Antworten der Engel-Orakel von Doreen Virtue, eine Karte aus dem Segen der Engel für dich und fünf Karten aus dem Thelema Lenormand Deck von Renata Lechner. Und zu guter Letzt, ich werde es mal noch ein bisschen hier runterziehen, damit ihr das unten auch erkennt. Zu guter Letzt ziehe ich noch eine Karte aus dem Astrologie-Orakel-Deck der Seelensterne. Da ist auch hier euer Zeichen her, die Waage. Das sind wunderbare Ergänzungskarten, wie ich finde, gerade auch für die Sternzeichenlegungen. Und das Deck ist von Monas Seelensterne. So, und dann schauen wir mal, welches Krafttier begleitet die Waagegeborenen. Da haben wir den Stier mit der Überschrift Selbstverteidigung. Der Stier ist ein ruhiges Tier, das aber zum Kampf bereit ist, wenn es provoziert wird. Laufe nicht vor Auseinandersetzungen davon. Stelle dich stattdessen Konfrontationen, wenn sie unumgänglich sind. Manchmal hilft es bereits, Grenzen zu ziehen und diese zu verteidigen. Und die Affirmation: Ich bin bereit, für mich einzustehen, wenn ich meine Interessen bedroht sehe. Ja, also mit anderen Worten ist es wichtig für die Waagegeborenen, wirklich für ihre Wünsche, für ihre Interessen einzustehen. Und das heißt, wenn sich dir zu viele Komplikationen zeigen und sich Menschen dir in den Weg stellen, dann stell dich ruhig diesen Auseinandersetzungen, die sich dann einfinden. Wenn diese unumgänglich sind, ist es vielleicht wichtig, einfach mal zu zeigen, hallo, bis hierhin und nicht weiter. Das ist hier meine Grenze. Und von da an werde ich kämpfen. Und wir schauen mal. Wir haben hier als erste Karte der ruhende Vulkan mit der Überschrift Potenzial. Sehr passend dazu. Mit anderen Worten, du bist erstmal ruhig. Du schöpfst nicht gleich und zeigst nicht gleich jedem, was in dir steckt. Aber du bist auch bereit zu kämpfen, wenn es darauf ankommt. Und genau dann zeigst du nämlich, was in dir steckt. Du zeigst dein Potenzial, du holst es raus und offenbarst es. Und zeigst damit allen, hallo, hier bin ich. Und genau darum geht es. Die Botschaft des Büchleins sagt dir dazu, du bist bereit, dein Potenzial zu entfalten und in deine ganze Kraft zu kommen. Jetzt ist die Gelegenheit, diejenigen deiner Gaben zu aktivieren, die du bislang verborgen hast. Du birgst unglaublich ungenutztes Potenzial in dir, das gleich dem Wasser eines Springbrunnens
nach draußen drängen möchte. Vielleicht hegst du auch negative Emotionen und lässt diese nicht zu oder unterdrückst sie. Dadurch setzt du dich innerlich unter Druck und emotionalen Stress. Und das ist genau der Punkt, der eben nicht eintreffen soll. Du sollst es nicht in dich reinfressen. Du sollst dich, wenn es nötig ist, Auseinandersetzungen stellen. Du sollst ruhig kampfbereit sein, wenn man dich provoziert. Und genau dann ist es wichtig, dass du dann dein Potenzial auch zeigst. Dass du zeigst, Leute, bis jetzt war alles gut, aber jetzt reicht's. Und nur so, mit diesem Einsatz deines Potenzials und der Bereitschaft, dich auch Auseinandersetzungen zu stellen, nur so kommst du in den Erfolg. Du kommst in den Erfolg, aber gib nicht immer klein bei. Nur um des Friedens willen immer nachgeben, macht dich nicht glücklich. Im Gegenteil, man sagt nicht umsonst, Menschen, die immer wieder für andere Menschen nur nachgeben, um jeder Diskussion, um jedem Streit aus dem Weg zu gehen, werden krank. Und da ist wirklich was Wahres dran. Man sagt, ist die Seele krank, folgt der Körper. Nämlich auch mit Krankheit. Man frisst alles in sich rein, es kann nicht raus. Und es geht an die Substanz. Und das kann man belächeln, aber viele Studien haben das auch schon belegt. Und hier haben wir eine wunderschöne Karte, nämlich den Engel der liebevollen Führung. Liebevolle Engel beschützen und leiten dich. Also, du kannst doch ganz entspannt in die Zukunft schauen. Du kannst dich auch, wenn nötig, Auseinandersetzungen stellen. Du hast nichts zu verlieren, im Gegenteil. Du hast das Potenzial, das dir zum Erfolg verhilft. Und du hast noch die liebevolle Führung der Engel an deiner Seite. Das heißt, die Engel begleiten dich, die Engel beschützen dich. Du bist nicht allein. Also kannst du voller Zuversicht und ganz relaxed auch in den kommenden Monat gehen. Alles, was dich hier vielleicht auch an Diskussionen erwartet, musst du nicht befürchten. Stell dich den Diskussionen oder auch den Streitgesprächen und zeige dein Potenzial. Genau das wird dir den gewünschten Erfolg bringen. Und bleib einfach in dem Vertrauen, dass du beschützt und begleitet bist von einem liebevollen Engel. Du hast treue und loyale Menschen an deiner Seite. Auch diese unterstützen dich und helfen dir weiter. Auch diese sind an deiner Seite und wollen dich begleiten. Sie wollen dir zu Halt verhelfen. Nimm es an. Sei nicht zu stolz, sondern vertraue darauf, dass du mit deren Hilfe noch mehr erreichen kannst. Denn hier warten auf dich Einladungen. Hier warten Geschenke. All das, was eigentlich Freude bereitet, liegt hier für dich im Monat August bereit. Wichtig ist, erwecke dein Potenzial und vertraue dein Potenzial. Denn es ist jetzt Zeit, mit dem Sarg einen Lebenszyklus zu Ende zu bringen. Es ist jetzt die richtige Zeit, einen neuen Lebenszyklus zu begrüßen. Der Sarg, der Tod, ist ein Ende. Aber nach diesem Ende wartet immer wieder ein Anfang. Und so auch hier. Und diesen Anfang, den
Dieser Anfang liegt in deiner Hand. Dieser Anfang wird von dir gesteuert. Du entscheidest, welches ist der richtige Weg. Welcher Weg bringt mich denn zu diesem Erfolg? Welcher Weg hilft mir bei meiner Selbstverteidigung? Bleib im Vertrauen. Wie gesagt, du hast treue, loyale Freunde an deiner Seite. Hier warten Einladungen und Geschenke auf dich. Und du hast die Chance, einen alten Lebenszyklus hinter dir zu lassen, einen neuen zu begrüßen und somit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und neben deinen treuen und loyalen Freunden hast du hier auch die Chance, die Öffentlichkeit in Anspruch zu nehmen, um Unterstützung zu bitten. Die Öffentlichkeit können auch Ämter und Behörden darstellen. Wo es für dich nötig ist, geh und such dir Hilfe. Im Freundeskreis oder in der Öffentlichkeit. Nimm Einladungen an und Geschenke. Und vertraue darauf, dass ein Lebenszyklus dem Ende entgegengeht, ein neuer auf dich wartet. Und dieser fordert von dir Entscheidungen. Dieser neue Lebenszyklus fordert von dir Entscheidungen. Und mit diesen Entscheidungen erreichst du einen wunderbaren Neuanfang. Ein wunderbarer Neuanfang erwartet dich hier. Es folgen Gespräche, Unterhaltung, Kommunikation und ein neues Lebenskapitel eröffnet sich im Zusammenhang mit diesem Neuanfang. Also alles entwickelt sich ins Positive. Du musst es nur erkennen und bereit sein, es anzunehmen. Genau das ist hier dein Ziel. Erkennen und annehmen. Und jetzt schauen wir. Hier zeigt sich der Planet Saturn. Saturn ist der Planet der Realität, der Begrenzung und in gewisser Weise auch ein Planet der Vernunft. Organisiere dich und bring Ordnung in dein Leben. Genau das ist es. Organisiere dich und bring Ordnung in dein Leben. Bring Ordnung in dein Leben, indem du, wenn nötig, dich Auseinandersetzungen stellst, wenn nötig, du in die Konfrontation gehst. Zeige dein in dir steckendes Potenzial und du kommst zum Erfolg. Denn du hast den Schutz an deiner Seite. Du hast den Schutz an deiner Seite, du hast treue, loyale Freunde an deiner Seite. Triff Entscheidungen, die einen alten Lebenszyklus beenden und einen neuen begrüßen. Nimm Ämter und Behörden in Anspruch, aber komm ins Handeln. Komm ins Handeln, um zu einem Neuanfang zu gelangen. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch einen fantastischen August und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.